Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Wonders. Ja, beim letzten Mal hatten wir viel Spaß mit Balloons. Heute wollen wir auf jeden Fall das Schloss retten. Ich habe übrigens mal die gesamte Wüste unten einmal abgelaufen und ich habe dort kein verstecktes Etwas gefunden. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist hier immer zu gucken, weil das hier schreit ja auch noch versteckt. Jetzt sagt nicht, du bist der Versteckte, den ich die ganze Zeit suche. Erzähl es nicht weiter, aber wir hier im Laden lieben einfach wundersam. Turbo! Das ist das Teil, was ich gesucht habe. Man rennt damit sogar über Sand schneller. Und drei wundersam. Das über mir sieht auch so aus, als ob wir dort irgendwie hin könnten. Vielleicht gab es ja einen geheimen Weg. Rüsten wir mal Turbo aus. Ist wahrscheinlich für Speedruns ganz nett. Ne, die Sequenz, ne? Palast der wolkenlosen Wüste. Okay, den Turbo merkt man. Ich kann damit sogar über Sand rennen, ne? Geschwindigkeit ist nicht immer ein Segen. Ich will das ausprobieren. Okay, dass ich jetzt so extrem schnell bin, habe ich jetzt auch nicht gemerkt. Ah, okay, es ist nicht wie im alten Spiel, dass man auf den spinnen kann. Ich will doch 100 Pro da hoch. Oh nee, noch schneller. Oder auch nicht? Okay, scheint eine Mischung aus beiden zu sein. Entweder wird es mal schnell oder langsam. Den Turbo packe ich jetzt auf jeden Fall weg. Das Schlechteste, was ich hätte kriegen können. Aua. Okay, hier wäre Turbo an der Stelle wahrscheinlich ganz nett. Den Boa bist du hier komplett aufgeschmissen. Weil das hier alles schneller und langsamer gleichzeitig läuft, das ist ja mega gemein. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich der Bosskampf. Zumindest für die Anfangssequenz bin ich aus dem Bild. Gutes Timing. Oh nee, ein Unterwasserkampf. Oh, ich schon wieder. Ich hatte so viel Spaß dabei, im Wasser zu planschen. Jetzt ruiniert mir wieder alles. Ach egal, bald gibt es nämlich ein großes, böses Wunder. Und dann gehört Papa die ganze Welt. Wenn ihr so clever seid, gebt ihr jetzt einfach auf. Und falls das nicht freiwillig geschieht, zwinge ich euch.
Ja, unter Wasser bringt mir der Bohrer natürlich überhaupt nichts, ne? Was ist denn das für ein ekelhaftes? So, jetzt bin ich wieder vorerst im Bild. Das Wasser fliegt teilweise. Ach, und jetzt kommt das Wasser von oben. Und ich darf nicht aus dem Wasser raus, weil da unten Stacheln sind. Okay, einmal noch. Niedriges Wasser und Stacheln. Ekelhaft. Ich bin irgendwie von ihm abgeprallt. Ciao. Unser Königssamen. Ich bin zu klein, um dran zu kommen. Wasser gefunden. Und so brachten Mario und der Prinz das gestohlene Wasser in die wolkenlose Wüste zurück. Der vierte Königssamen gehört nun ihnen. Wohin werden sie sich als nächstes wenden? Zu den geheimnisvollen Ruinen der Fungimine oder den Lavatümpeln der Magmatiefen? Mario und der Prinz setzen ihr Abenteuer fort, um Bowsers finstere Pläne Einhalt zu gebieten. Schloss gerettet. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Wundersamen in der wolkenlosen Wüste gefunden. Zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. Nehmen wir noch eine Propellerblüte, um zu den Blütenhändler zurückzukehren. Ja, hier scheint ja auch nichts mehr zu sein, ne? Sei vorsichtig, dass du bei dem Wind keinen Sand in die Augen bekommst. Ich freue mich, also da ist war es wert, diese Wüstenhitze zu ertragen. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch mehr Königssamen finden, damit wir es mit Bowser aufnehmen können. Also bei der Spezialwelt, da fehlen uns ja auf jeden Fall noch so ein paar Gänge, ne? Von der Wüste aus und von den normalen Inseln aus haben wir auf jeden Fall den Weg dahin gefunden. Aber wir haben hier im ersten Gebiet noch nicht alle Teile gefunden generell, also nicht alle Samen. Da gibt es bestimmt auch noch das ein oder andere Versteckte. Ich denke ja immer noch, dass es bei dem Level eventuell noch einen weiteren Ausgang gibt oder bei dem daneben. Ich würde aber sagen, was das angeht, da gucke ich einfach, nachdem ich hier komplett alles abgeschlossen habe, also jede in Welt hier, die Fungimin und die Magmatiefen, die Blumeninseln sind ja wahrscheinlich das letzte davon,
dass ich dann nochmal in allen Welten gucke, ob ich irgendwo was versteckt finde, wo ich noch gucken muss. Also wo ich jetzt nicht diese blaue Zahl oben habe. Bei dem Wölkchengebirge scheine ich ja zum Beispiel was noch nicht zu haben, bei den Röhrenfelsminen. Aber dafür haben wir ja wenigstens die Gildenfälle und die wolkenlose Wüste komplett abgeschlossen. Auch wenn ich nach wie vor denke, irgendwo dort ist ein verstecktes Propellerfeld. Ich kann ja mal hinreisen und da zumindest gucken. Ich habe hier nur das Ding zu den Blüteninseln. Vielleicht gäbe es mit der Königssamen wieder noch ein weiteres Ding, das ich nach links kann. Ich gucke nicht einmal durch das Level durch. Ja, offenbar war es richtig, da reinzugehen. Er hat mir gesagt, er öffnet mir einen geheimen Weg und das war halt einfach nur, ja, hier kannst du in die Spezialwelt rein. Ich wusste doch, dass hier irgendwas fehlt. Wasserfall Spezial. Vorsicht, Steinschlag. Ja, hallo. Hilfe. Hier. Fiesen Lakitus. Vor allem der Bohrerhelm würde mir ja hier nichts helfen, ne? Hätte ich den. Ich versuche mich gerade nur abzunehmen vor den Steinen. Oh, das hier ist schon wieder. Aua. Okay, wir haben gelernt, ich will einfach nur nicht lange stehen bleiben. Ich habe Angst. Hauptsache, ich kriege die 10er-Münze. Hey, das Level ist schrecklich. Das Ding nehme ich gern. Könntet ihr bitte... Danke. Oh nein. Ich sah mein Ende. Hey, wir haben jetzt 6 Wundersamen aus dem Gebiet hier. Da war noch irgendwas Freischöpferes mit 6. Ja, das erste hiervon. Und wohin führte das hier ins normale Gebirge? Kaufen wir uns auch mal ein paar Aufsteller. Wir können hier auch gezielt den ein oder anderen holen. Dann haben unsere Münzen wenigstens mal eine Verwendung. Ja, wir machen jetzt ein paar Minuten lang Gachas, ne? Blauer Tod. So, am meisten fehlt uns, meine ich, bei Daisy. Also gönnen wir uns mal Daisy, bis wir so bei 120 sind. Elefanten-Daisy.
Hurra, Daisy. Das Kleid steht dir. Ballon, Daisy. Nur noch zwei fehlen bei ihr. Goomba, Daisy. Hüpfer, Daisy. Okay, wir haben alle Daisy-Dinger. Da steht dann auch ausverkauft, dass ich keine mehr von der bekommen kann. Okay, dann genehmige ich mal als nächstes mir Peach. Ich glaube, hier kriegt er noch safe einen neuen, den ich noch nicht habe. Wenn ich halt nicht so auf Randomness gehen will, sondern einfach so, ja, ich will safe die Kollektion vollenden. Stachelkugel-Version haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Das zeigt uns, glaube ich, auch, wie viele Verwandlungen es gibt. Also es gibt Elefanten, Feuer, Bohrer, Seifenblasen, den Hüpfer, Goomba, Ballon und eine Stachelkugel, wie es scheint. Ist ein bisschen schade. Also, man sieht ja hier jetzt gerade wirklich, wie viel Verwandlung es definitiv gibt. Wenn das wirklich alle sind, dann ist das eine massive Enttäuschung, weil das für ein Mario-Spiel echt wenig Verwandlungen sind. Weil normalerweise haben Mario-Spiele ja deutlich mehr als nur so 8 Verwandlungen. Bei Weitem mehr. Obwohl, der Stern war nicht darunter, also muss ja nicht unbedingt was heißen. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal gehen wir zum einen das Level an, was wir hier jetzt freischalten können. Und wir gucken natürlich, dass wir dann ins nächste Gebiet gehen. Ich würde sagen, wir gehen in das Pilzgebiet als nächstes. Ich würde aber vorher bei dem Wolkengebiet noch gucken, ob ich irgendwo den Geheimweg nach hier oben finde. Und ja, an der Stelle sage ich dann ciao und bis zum nächsten Mal.